Guten Morgen zum vierten Tag auf meinem Hexensteig. Ich bin gerade am Bahnhof in Dreianhohne gestartet und Ziel meiner heutigen Etappe wird irgendwo an der Rappbode-Talsperre sein. Ja, darüber geht es dann über Königshütte, geht es dahin. So, mal schauen, was wir heute so zu sehen kriegen. Das Wetter ist sehr sonnig. Ich freue mich schon auf den Tag. Ja, der erste Punkt unserer heutigen Etappe wäre erreicht. Das ist der Königshütter Wasserfall. Ja, und irgendwie hat hier auf dem Hexenstieg auch jede Etappe so ihren eigenen Charakter. Schon schön hier zu laufen. Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zu meiner letzten Etappe auf dem Hexenstieg. Ich bin gestern noch bis zur Talsperre Wendefurt gelaufen. Die gestrige Etappe hatte dann also 30 Kilometer. Ja, ich bin jetzt gerade an der Talsperre Wendefurt auch wieder gestartet. Bin jetzt auf dem Weg nach Altenbrak. Hier geht es schon an der Bode entlang. Und dann geht es dann heute im Laufe des Tages durch das schöne Bodetal bis nach Thale zum Ziel. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Kamera die Lichtstimmung hier heute Morgen eigentlich richtig auffangen kann. Ja, dieses Tor dahinter mir bedeutet, dass wir jetzt ins Bodetal einsteigen. Ist das größte Felsental nördlich der Alpen
und man sagt auch, ist die einzige Klamm im Harz. Hab schon viel gehört, schon viele Bilder gesehen. Bin mal gespannt. So, ab jetzt wird's gefährlich, aber Helmpflicht besteht ja auch nicht. So, jetzt sind wir am Bodekessel angelangt und von hier aus ist es dann auch nicht mehr ganz so weit. Und jetzt sind wir auch endlich an der Teufelsbrücke angekommen. Das heißt, das meiste ist geschafft. Ja, in der Ferienwohnung zurück. Ich muss jetzt leider mein Fazit zum Harzer Hexenstieg hier in der Ferienwohnung drehen, weil in Thale ist heute wohl Nachtflohmarkt und in dem Park, wo der Hexenstieg endet, da war vorhin jede Menge los. Überall wurden Flohmarktstände aufgebaut und quatschende Leute standen überall rum und naja, da konnte man halt nicht gut die Endszene drehen, sage ich jetzt mal so. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe selber die Aufnahmen noch nicht gesehen, die ich unterwegs gemacht habe. Ich habe nicht so viel gefilmt diesmal. Ich hatte für mich war das Laufen stand eindeutig im Vordergrund, beziehungsweise es ist mein Urlaub. Ich habe hier eine schöne Zeit verbracht. Der Weg war auch anstrengend. Ich habe viel gesehen. Ich habe, wie gesagt, längst nicht so viel gefilmt, wie ich hätte filmen können. Ich denke mal auch nicht, dass ich 5 Teile zusammenbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht werden es 2 Teile oder 3. Ich muss erstmal das ganze Material sichten. Dann werde ich da, denke ich mal, einen Film zusammenschneiden und den Film werde ich dann passend an passenden Stellen schneiden, sodass da, wie gesagt, 2 oder 3 Teile dann erscheinen werden. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage da mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.